Weihnachten steht vor der Tür und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich verschenken soll. Geht dir das auch so? Und es ist auch jedes Jahr das Gleiche. Ich frage immer, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und die Antwort lautet immer dasselbe. Nichts, ich habe ja alles. Das ist ja alles schön und gut, nur nützt mir das im Moment gerade überhaupt nichts, weil ich habe keine Anhaltspunkte. Gut, ich hätte das ganze Jahr über aufmerksam sein können, Gedanken machen, Notizen. Nur dafür ist es jetzt definitiv zu spät. Es ist ja quasi 5:05. Einmal tief durchatmen, denn ich habe die Lösung. Ich habe im Lifehackerinnen-Archiv gestöbert und Ideen gefunden zum Selbermachen, die man sehr gut an Weihnachten verschenken kann. Das ist wirklich einfach. Schnapp dir eine Schallplatte und gib sie für ca. 4 Minuten bei 80 Grad in den Backofen. Danach Platte über eine Schüssel legen, in die gewünschte Form biegen und schon hast du eine Obstschale zum Verschenken. Eine Flasche verschenken, das geht natürlich auch. Wir verschenken sie aber nicht einfach so, sondern als Ananas. Dazu kleben wir goldene Schokokugeln auf gelbes Seiden- oder Krepppapier und danach nebeneinander um die Flasche. Aus grünem Seiden- oder Krepppapier Blätter ausschneiden und an den Flaschenhals kleben. Und zum Schluss den Übergang mit Bast umwickeln. Fertig ist eine tolle Hingucker-Flasche. Menschen, die gerne baden, könntest du ein selbstgemachtes Badesalz schenken. Dazu getrocknete Rosenblüten mit etwas ätherischem Öl beträufeln und mit Gruppen handelsüblichem Meersalz vermischen. In ein hübsches Glas abfüllen, dieses dekorieren, fertig. Selbst aus einem kaputten oder verwaisten Strickhandschuh können wir ein Geschenk zaubern. Dazu den Mittel- und kleinen Finger abschneiden und den Handschuh auf links drehen. Die beiden entstandenen Löcher von Hand zunähen. Anschließend wieder auf rechts drehen und den Handschuh mit Watte ausstopfen. Das Handgelenkbündchen mit einem Geschenkband abbinden. So entsteht langsam ein Teddy. Die drei übrigen Finger dienen als Beine und als linker Arm. Den abgeschnittenen kleinen Finger füllen wir ebenfalls mit Watte und nähen ihn als den rechten Arm an den Teddy an. Den Kopf ebenfalls mit Watte füllen und zusammennähen. Zum Schluss zwei Knöpfe als Augen anbringen und einen dritten als Nase. Und schon ist unser Teddy fertig. Ist er nicht süß? Als nächstes bohren wir in den Deckel eines alten Gurkenglases ein Loch und bringen mit einer Schraube einen Türknauf an. Mit Sprühfarbe versehen und gut trocknen lassen. Fertig ist ein tolles Vorratsglas, zum Beispiel für Müsli. Weitere Vorratsgläserideen findest du übrigens im Video unter dem i. Dort findest du ebenfalls ein Video mit 7 Pflegeprodukten, die man selber machen kann. Ein Rezept geht so: 3 Gramm Bienenwachs in 50 ml Olivenöl geben und das Wachs im Wasserbad schmelzen lassen. Sobald es geschmolzen ist, aus dem Wasserbad nehmen und nochmals umrühren. In kleine Döschen abfüllen und auskühlen lassen. Nach ein paar Stunden ist die Salbe ausgehärtet und fertig. Sie eignet sich zum Beispiel sehr gut für trockene Stellen, bei mir sind das die Ellenbogen. Wird in deiner Familie gerne gekocht, dann wäre vielleicht ein selbstgemachtes Kräutersalz die passende Geschenkidee. Dazu beliebige Kräuter kleinschneiden und im Mörser verreiben. Jetzt im Winter kannst du auch getrocknete Kräuter dazu verwenden. Dann grobes Meersalz dazugeben und weiter bearbeiten. So verbindet sich der Duft der Kräuter mit dem Salz. Zum Trocknen auf ein Backtrennpapier geben und verteilen. Etwa 2 Tage vollständig trocknen lassen oder bei 40 Grad für rund eine Stunde in den Backofen geben. Danach in ein luftdichtes Glas füllen und verschließen. Alle Ideen findest du übrigens auch in unserem Buch, welches ganz neu im Dezember erschienen ist und welches vielleicht auch noch eine passende Geschenkidee für Weihnachten wäre. Weitere Tipps und Tricks rund um Weihnachten, von Geschenke einpacken über Karten gestalten bis hin zu Rezeptideen, findest du in dieser Playlist. Ich bin sicher, das nächste passende Video für dich ist damit dabei. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!